Jo Freunde, was geht ab? Hier ist Timur. Ich hoffe, euch geht's gut. Und ihr seid wieder in einer Folge von Timur with Characters. Heute mit einem Gast, den ich sehr bewundere. Ich durfte mal mit dem Sport machen. Das war für mich eine große Ehre. Ich glaube, ohne eine TV-Show, Dancing on Ice, hätte ich den nie kennengelernt. Schätze ich mal, wer weiß, oder vielleicht doch, wäre schön. Und der heißt Kevin Kuske. Welcome. Hallo. Was geht ab? Ich freue mich, dass ich bei dir sein kann. Ich freue mich auch sehr. Und ihr kennt Kevin auch unter anderem aus Dancing on Ice. So, da waren wir beide, haben wir gegeneinander, sind wir eigentlich angetreten, ne? Eigentlich miteinander. Ja, eigentlich mit. Ja. Da hatte ich das Gefühl, also man ist ja schon ein bisschen gegeneinander in der Show, aber du warst der Einzige, glaube ich. Lass mich mal überlegen. Doch. Ich glaube schon. Du warst der Einzige, der so, wo ich das Gefühl hatte, ey, das ist auch voll kollegial, man hat sich Tipps gegeben wirklich und so, auch nach dem Training, man hat sich Sachen gezeigt, die man schon kann, die man noch nicht kann. Bei manchen anderen war es so, dass man gar nicht zeigen wollte, was man schon jetzt übt und so, dass sie nicht auch die gleiche Hebung machen oder was weiß ich. Aber bekannt bist du mittlerweile auch durch verschiedene auch TV-Shows und so weiter, ne? Wie heißt es? Ewige Helden. Zum Beispiel warst du bei Ewige Helden am Start, bei Vox. Aber du bist Bob-Fahrer, Bob-Anschieber. Genau, der Motor eigentlich. Ja, du bist der Motor im Grunde. Und man kann sagen, du bist der erfolgreichste Bob-Fahrer, Sportler, Bob-Sportler des Universums. Doch, das kann man so sagen, oder? Soweit wir das Universum kennen. Bin ich der Beste. Bist du der Beste, ne? Der Erfolgreichste, ja. Du hast die meisten Medaillen, oder? Genau, die meisten Medaillen, olympisch auch. Also das, was mir so, das war nicht mein Ziel, aber es ist irgendwie am Ende bei rausgekommen, der erfolgreichste olympische Bobfahrer aller Zeiten, bis jetzt. Und der stand nicht im Vordergrund, das war natürlich schön, weil ich von Kindheit an, wenn wir bestimmt auch noch in den nächsten Minuten und der Stunde vielleicht nochmal auswerten. Ich bin von Anfang an meiner Geburt so auf Olympia geeicht und deswegen ist das natürlich noch ein Titel, der zusätzlich kam, der mich... Wie meinst du auf Olympia geeicht? Also das ist so ein bisschen familienbedingt. Mein Opa wollte zu Olympischen Spielen, okay. Da kam der Krieg dazwischen, der war Hochspringer, ist mal Ostpreußenmeister geworden, hatte immer diesen Fokus Olympische Spiele, dann kam der Krieg, wurde der Traum ist geplatzt quasi. Ja. Dann den Traum weitergegeben an meine Mutter, die auch ein großes Vorbild ist für mich. Sie hat Hürdenlauf. Hürdenlauf, ja. Hatte mal einen DDR-Rekord in der Halle. Krass. Dementsprechend immer für mich so. Meine Mutter ist immer auch sehr zurückhaltend. Also die spielt sich nicht so im Vordergrund oder redet auch nicht so viel über die Sachen. Aber das, was ich über sie weiß und was mir so andere erzählen aus ihrer Trainingsgruppe früher. Meine Mutter ist halt so, die redet da nicht viel drüber. Ja. Ne? Aber die hatte auch als Ziel halt diese Olympischen Spiele. Und so mit einem, ich habe mir mal gesagt, wenn meine Mutter einen DDR-Rekord in der Halle hat, also eine Rekordhalterin ist, dann hat die auch eine Ambition, zu Olympischen Spielen zu fahren. Ja, klar. Und deswegen hat die den Traum auch gehabt. Ja, auch nicht geschafft durch vielleicht ein bisschen politische Gründe, weil die nicht in die Partei eintreten wollte damals, okay. In die SED. Ja. Wollte halt den Sport auch so machen und da waren früher so ein paar Sachen mit Auslandseinsätzen, durftest du nicht fahren ins kapitalistische Ausland wegen Fluchtgefahr und so eine Geschichten. Auch nicht geschafft. Und, dein Papa? Aber dies, was hat der gemacht? Mein biologischer Vater ist ja. Speerwerfer. Ja, genau. Wahrscheinlich auch. Wir haben keinen Kontakt. Ja, okay. Auch, glaube ich, auf jeden Fall die Ambition gehabt, hinzufahren. Ja, ja, aber ich habe so von meiner Mutterseite das mitbekommen, den Traum zu Olympia zu fahren. Und deswegen ist das so von Anfang an. Also Olympische Spiele waren früher immer das Highlight bei mir in der Kindheit. Wir haben Olympische Spiele angeguckt. Ich habe Zeitungsartikel ausgeschnitten und an die Wand gemacht. Okay, krass. Also es war schon immer so eine Faszination. Ja, immer die fünf Ringe. Wir haben mit Jotti haben wir auch eine Folge hier gedreht. Eine der ersten Folgen, ich glaube die zweite. Mhm. Und er hat auch gesagt, er saß damals, ich glaube sogar es war auch Olympia. Ich bin mir jetzt nicht mehr ganz sicher. Er saß auch vor dem Fernseher und seine Eltern haben ihn nicht wegbekommen. Und dann ist er, glaube ich, sehr jung. Ich glaube mit 4 Jahren hat er angefangen mit Eiskunstlauf. Wie bei mir, auch mit 4. Mit 4, ja. Nicht mit Eiskunstlauf, auch nicht mit Bob, aber mit Leichtathletik. Ja? Aber ja. Kann ich verstehen. Okay, und es hat dann mit Leichtathletik angefangen? Genau, weil meine Eltern Leichtathleten waren, meine Mutter Sprinterin und ich wollte immer Sprinter werden. Mhm.
im Verlauf meiner Karriere hat mich das, glaube ich, zu dem gemacht, was ich geworden bin, weil eigentlich viele Trainer wollten, weil ich eben halt immer schon kräftig, also mehr Masse hatte als die anderen Kinder aus meiner Klasse, immer schon größer war, wollten mich eigentlich alle Trainer immer zum Zehnkampf oder zum Wurf kriegen. Ne? Okay. Und das hätte mich in meiner Ausprägung nicht so schnell kräftig. Was waren nochmal Zehnkampf? Zehnkampf sind 10 Disziplinen über 2 Tage. Okay. Ich weiß jetzt nicht, wie es losgeht, aber 100 Meter ist dabei, Weitsprung ist dabei, Hürdenlauf ist dabei, 110 Meter Hürden, Stabhochsprung, ja. 1,5, also 1500 Meter, Speerwurf, Diskus, Kugel. Alles halt irgendwie. 400 Meter und okay. Irgendwas war noch. Weitsprung habe ich schon? Weiß ich nicht. Ja. Weitsprung vielleicht noch. Ja, also sind 10 Disziplinen. Ja. Sehr komplex sind ja die Könige der Leichtathletik, weil die halt viele Sachen können. Ne? Klar. Und ich habe so von meiner Größe, ich hatte immer Schnelligkeit, hatte aber auch immer Masse zum Werfen oder zum Springen. Mhm. Deswegen wollten die mich alle mal zum Sprint wegkriegen, zum Zehnkampf. Ja, aber du hattest Bock auf Sprint? Durch meine Mutter wahrscheinlich auch so, die war Sprinterin. Die Sprinter fand ich immer ein Highlight, ne, wenn es so wirklich um hunderte Sekunden geht. Ist es nicht auch so, eigentlich bei so den Olympischen Spielen ist nicht das richtige Highlight Olympische Spiele immer der Sprint irgendwie? Also ich bin da nicht so ein krasser Nerd, muss ich gestehen. Ja, also ich bin da nicht, ich kenne mich auch nicht so mega, ich bin sportbegeistert, aber ich bin jetzt kein Leichtathletik-Experte. So. Ich habe immer das Gefühl, dass, wenn es jetzt auch zum Beispiel um Vermarktung geht, dass also der gehypteste Sportler immer der bei den Olympischen Spielen der 100-Meter-Sprint ist irgendwie, oder? Ist, glaube ich, im Kopf, weil Usain Bolt so gut war, weil es der Sportler der Leichtathletik der vergangenen Jahre war. Ne? Mhm. Aber so, ich kenne ja noch so, als ich Kind war in den 90er Jahren, ja? Da waren auch andere auch Helden. Ne? Okay. Dan O'Brien, also ein krasser Zehnkämpfer, der war auch ein Superstar früher. Ja, okay. Ne? So in den 90er. Es kommt, glaube ich, immer darauf an, in welcher Sportart du so dominant bist. Ne? Und ja. Usain Bolt ist ja so dominant im 100-Meter-Lauf über viele Jahre, einfach ungeschlagen. Ne? Ja. Jeder hat sich probiert, auch diese Battles, die dann mal kommen, ist schon spannend für den Zuschauer. Was ist sein, hat er noch den aktuellen Weltrekord? Den hat er auf jeden Fall noch. Ist es 2008? Aber ich glaube, der hat sein Rennen, glaube ich, ein letztes Rennen hat er, glaube ich, verloren. Okay, krass. Bin ich mir jetzt nicht 100%, aber er hat auf jeden Fall ein wichtiges verloren. Mhm. Aber er ist trotzdem der beste Sprinter aller Zeiten. 2008 der Weltrekord von ihm? Ich glaube, ja. Und ich sag jetzt was Krasses. Ich weiß, du hast das schon ganz oft gehört. Für mich ist es unglaublich, weil du hast mir auch schon mal erklärt, warum dann Usain Bolt später schneller wird. Aber auf den ersten 30 Metern ist dieser große, schwere Mann. Sehr schwere Mann, finde ich. Auf die ersten 30 Meter bist du schneller im Sprint als Usain Bolt gewesen, bei seinem Weltrekord 2008. Das finde ich unglaublich. Du bist sehr bodenständig und erklärst dann auch, warum Usain Bolt später halt auch schneller wird und so weiter. Das hängt mit seiner, wie war das, mit seiner Größe zusammen? Körperlänge, also der Hüftbeuger, der ihn ja eigentlich so schnell macht, hinten raus, also noch andere Komponenten natürlich, die ihn dann nachher schnell machen. Ne? Ja. Durch seine Körpergröße, weil er eigentlich der größte Athlet war im 100-Meter-Feld, kann ja diese Vorteile, die er nachher hat, gar nicht ausspielen, weil er den Hüftbeuger quasi mit abdrückt. Also er kommt gar nicht in diese flexible Laufposition so schnell, sondern er muss sich ja erstmal im Tiefstart die ersten 30 Meter da hat er Probleme sozusagen aufrichten. Ja. Aber wenn er aufgerichtet ist, dann zieht er richtig durch. Ja, okay. Das ist immer dieses Highlight auch gewesen, wie er mal von dem Feld wegzieht. Ja, ne? Ja. Aber ich finde, wir müssen sich relativieren. Du bist auf den ersten 30 Metern schneller als Usain Bolt. Das beeindruckt mich schon so sehr. Vor allem, wie viel wiegt Usain Bolt? Ich glaube, Ende 80. Ende an 80, vielleicht, wenn es hochkommt, 90, weil er relativ groß ist. Ja. Aber er ist ja trotzdem, ich habe 100, also als ich es gelaufen bin, hatte ich 116 oder 18, glaube ich. Das ist schon auch ein guter Unterschied. Ne? Also ich habe mal ein bisschen Kampfsport gemacht und so, wenn du da mit jemandem kämpfst, der irgendwie 30 Kilo mehr wiegt oder 20 Kilo oder 5 Kilo mehr wiegt, dann ist das schon ein Unterschied. Ja. So. Krass. Wir haben das jetzt heute noch im Training. Wenn wir jetzt trainieren, um unsere Schnelligkeit zu verbessern, ist ein Trainingshilfsmittel beim Sprint quasi sich einen Gürtel umzuschneiden, einen Lederkraftgürtel, einen Strick ran. Hinten haben wir so eine Metallplatte, wo wir die Gewichte drauflegen können. Und da sieht man manchmal schon bei diesen Lichtschrankenläufen, wie was so 15 Kilo ausmachen, wenn wir mit 15 Kilo laufen oder mal 2,5 oder 5 Kilo drauf haben. Ne? Ja. Also diese 10 Kilo sieht man dann an den Zeiten schon, was das für einen Hundertstelbereich ausmacht oder teilweise auch einen Zehntelbereich. Ja. Und dann merkt man natürlich auch, wenn man jetzt mehr Körpergewicht hat, was man so mitschleppt, ne? Ja. Und erstmal bewegen muss. Ja, das ist unglaublich. Und du bist dann vom Sprinten
Aber in den Bobsport gekommen, wie ist das passiert? Also es gab eine Sichtung, ich war, wie gesagt, immer so ambitioniert, zu Olympischen Spielen zu fahren. Ja. Habe mich da auch sehr, sehr durchgebissen, weil ich ja von meiner Körperstatur oder von meiner Größe halt auch nicht der typische Juniorensprinter war. Die anderen hatten alle so 70 Kilo. Ich bin mit 96 Kilo, mit 17, 18 schon aufs Feld gekommen. Ist natürlich einfach viel zu schwer für einen Sprinter, weil die eben halt über die Überdistanzläufe kommen. Ne? Ein 100-Meter-Sprinter macht viele 200er, viele 300-Meter-Läufe, auch 400-Meter-Läufe. Und die sind einfach für einen Menschen mit 90 Kilo schädlich. Und für einen Menschen mit 70 Kilo, einen Sprinter, ist es halt, geht es halt leicht von der Hand. Ne? Ja, okay. Habe mich da aber trotzdem durchgebissen, was mich dann im Bobsport nachher aber zu dem gemacht hat, was ich bin oder was ich war. Zu dem schnellsten Anschieber der Welt, weil... ja, ich mich quasi so entwickelt habe in meiner Aufbauphase. Ne? Ich habe nicht andere Sportarten gemacht, also ich habe ein bisschen was geworfen, aber ich habe mich einfach auf den Sprint konzentriert. Ne? Mhm. Und habe mich dann natürlich mit meinem hohen Körpergewicht so entwickelt, dass es für den Bob nachher förderlich war. Also ja, okay. Ich konnte immer noch meine Bestzeit über 100 Meter sind 10,45, zwar mit zu viel Wind, aber immerhin 96 Kilo, also ist schon echt eine Masse, die man damit rumschleppen muss, was natürlich beim Bob optimal ist. Du hast einen schweren Mann gehabt, der auch noch ein Gewicht wegschieben kann und noch schnell ist. Umso schwerer du bist, desto schneller bist du auch dann im Bob, wenn es fährt sozusagen? Man kann sich so einen Einkaufswagen vorstellen. Ne? Also du hast ein Maximalgewicht, was du wiegen kannst und ein Minimalgewicht. Und die Piloten stocken ihre Anschieber natürlich so auf, dass die auf der Bahn, also die wenn du auf der Bahn runterfährst, natürlich Maximum bist und nicht mit einem unterbeladenen Bob fährst, weil Masse mal Beschleunigung ist halt das, was die Zeit ausmacht nachher. Ja. Und insofern versucht halt ein Pilot immer, seinen Schlitten so schwer wie möglich auf der Bahn zu machen, wie es geht. Mhm. Hast du jetzt einen 80-Kilo-Mann hinten drauf, musst du natürlich in den Schlitten was reinladen. Also da vergleiche ich das mit einem Einkaufswagen. Du müsstest den quasi vollladen mit Bierkästen, bis wir ungefähr ein Gewicht haben. Und den du schiebst dann quasi einen vollen Einkaufswagen an und ich einen leeren. Insofern bist du am Start immer schnell. Ja. Und wenn du drin sitzt, bist du genauso schwer wie die anderen. Ja, okay, und verstehe. Da war früher immer das Ziel von jedem Piloten, sich schwere Anschieber zu suchen, die noch schnell sind. Ja, okay, krass. Ja, und da kam eine Sichtung in Potsdam. Also man hat sich schon ein bisschen rumgesprochen, dass der Kevin Kuske 10,50, 10,45 laufen kann mit 96 Kilo. Und da waren sie natürlich schnell da, die Bob-Trainer, und wollten... mich überreden. Und wie alt warst du? 18. 18. Spät dann, oder? Ja. Oder? Also bei uns geht es so und so. Im Bob geht es erst, also ging es früher ab 18 los, mit Ausnahmegenehmigung ab 17 von den Eltern. Weil es gefährlich ist? Oder? Das ist ein Rennsport. Das ist wie im Motorsport. Ne? Wie schnell fährt man in so einem Bob? Wir sind 168 gefahren in Vancouver. 168 km/h? Ohne Polster, ohne Bremse, also ohne... crazy. Elektronische Bremse, dass du zwischendurch bremsen kannst, kannst du erst im Ziel bremsen. Ja. Stoßdämpfer habt ihr auch nicht, ne? Auch nicht. Nicht so sonderlich bequem, ja. Das ist verboten. Die haben mal zu Ostzeiten, haben sie mal einen Stoßdämpfer-Bob gehabt. Oh, echt, ja? Der war auch richtig schnell, aber dann hat die internationale Kommission hat es dann relativ schnell verboten. Ja, okay, krass. Also, die waren da mal ein bisschen schneller und das war ein Jahr, konnte man es fahren. Das nächste Jahr war es wieder weg. Und dann, und wie hat es dann angefangen? Dann haben die dich gesichtet und haben gesagt, okay, du kommst immer jetzt nach Oberstdorf, wo wir trainieren oder sowas. Ich war in Altenberg damals, in Sachsen, zum Probetraining. Ach, da war ja, ist ja Bayern, ne? Oder? Oberstdorf ist Bayern, ist zwar kein Bob. Wir haben Oberhof, verwechseln viele, ist in Thüringen. Ah, okay. Da ist eine sehr große Bob-Zentrum. Ah, okay. Ihr trainiert in Oberhof sozusagen. Ich kenne es ja nur von den Dancing on Ice-Leuten, dass sie alle in Oberstdorf irgendwie... Genau. Okay. Aber wir sind, also unsere Standorte sind Berchtesgaden, das ist ein Königssee, unten, da ist der Verband, da ist auch eine Bobbahn. Also bei uns kann man so sagen, wo eine Bobbahn steht, da sind meistens auch diese Anschubzentren. Ja, okay. Wir in Potsdam sind eine Ausnahme, weil wir relativ viele Leute aus Potsdam jahrzehntelang schon haben. Und wir haben hier so einen Anschieberstützpunkt quasi aufgebaut, den es schon seit Jahrzehnten gibt, wo wir halt die Anschieber ausbilden oder wo wir auch uns selber ausgebildet haben oder ausgebildet wurden. Und wir gehen dann in die Teams quasi immer rüber. Ne? Da trifft man sich dann immer. Okay, aber die haben dich dann gepickt und dann bist du da hin nach Thüringen? Nach Sachsen damals zum Anschubtraining. Ach so, ja, okay. Er war ein sächsischer Trainer, der mich gesichtet hat und hat mir das so ein bisschen mit angeguckt. War mit noch einem anderen Bekannten von mir aus Potsdam, den habe ich mitgenommen. Und dann war mir das am Anfang noch nichts. Ne? Ich habe eine gute Leistung gemacht, so aus der Hose. Direkt dann Bob gefahren? Oder? Nee, es gibt eine reine Anschubbahn, wo du diesen Anschub einfach mal trainieren trocken kannst. Trocken üben kannst, okay. Genau, das ist ein Berg, also ein Hang mit einem gefilzten Gefälle. Genau. Lichtschranken stehen dann da. Und dann Tatanbahn? Genau, schiebst du quasi den Anschubbob runter. Okay. Dann steht eine Zeit oben. Und dann kann man das ungefähr vergleichen mit den anderen oder ne, mit den Leuten, die dabei sind oder auch mit älteren Zeiten. Ja.
Und da war ich schon nicht so schlecht, also schon relativ gut. Mhm. Ich wollte es aber nochmal bei der U23 probieren in Leichtathletik und bin dann nochmal zurückgeswitcht. Mhm. Habe gesagt, naja, ist mir vielleicht doch nicht so ganz was, ich will es nochmal probieren. Okay. Und bin dann zur Leichtathletik, nochmal zurück und habe mich dann aber in der Vorbereitung verletzt am Beuger und bin dann relativ schnell aus dem Kader geflogen, was mich ein bisschen sauer gemacht hat damals. Da habe ich dann schon so meinen innerlichen Ehrgeiz eigentlich gemerkt, weil ich ein Jahr vorher habe ich eine Junioren-WM-Medaille geholt in der Staffel mit der Junioren-Nationalmannschaft. Im Leichtathletik? Genau, in der Leichtathletik, ja. Bei 400 Meter. Okay. War mit Tobias Unger, der jahrelang danach auch noch einer der Top-Sprinter war. Eine Goldmedaille bei einer Weltmeisterschaft? Nee, eine Bronzemedaille. Bronzemedaille bei einer Weltmeisterschaft. Aber ist schon für ein deutsches Team. Schon krass. Ich meine, aber Jamaika, USA, Großbritannien, also die ganzen Superstars, Frankreich war dabei. Krass. Und da konnten wir uns ganz gut durchsetzen. Das ist krass. Ja. Und okay. Das war der Stichpunkt. Also ja. Ich habe eine Medaille geholt, bin noch der beste Juniorensprinter mit Tobias gewesen zusammen. Verletze mich das Jahr danach und flieg sofort aus dem Kader raus. Das habe ich für mich selber nicht verstanden. Ne? Wie krass, wie. Also war da einfach die Zeit damals. Es gab früher nicht diese U, was es heute überall gibt, was man aus dem Fußball kennt, ne? U14, U11, also was nicht alles. Ne? Früher gab es Juniorenbereich, dann gab es eine U23. Wo alle, die unter 23 noch gestartet sind, zwischen Junioren und 23 waren. Mhm. Und der Rest ist dann Männer gestartet. Okay. Und heute gibt es ja so Zwischenstationen. Insofern war das damals einfach, wir hatten viele Leute, viele gute Leute. Und der Kaderkreis war einfach voll. Ne? Waren zu viele Leute in den Kader. Wie undankbar, dass die dich dann direkt gekickt haben, weil du ja eigentlich eine Medaille für die DDR dann... Das war schon, da waren wir schon, 98 war das. Also ich habe 98 quasi... die Junioren-WM mitgemacht, da waren wir ja schon vereint quasi zum... Ja, aber ich finde es so krass, weil es ist ja immer für ein Land auch so ein Aushängeschild, wenn da Top-Sportler sind und die eine Medaille gewinnen. Ja, also. Vor allem im Nachwuchsbereich, ne? Wir waren die 4 besten Nachwuchssprinter in einer Staffel, holst eine Medaille, kommst eine Stufe höher und durch eine Verletzung kickst dich halt raus. Ist traurig gewesen, aber war für mich nachher dann noch nicht so traurig, weil genau der Start war für meine Bobkarriere. Okay, und du warst dann sauer und dann hast du gesagt... Leichtathletik vorbei, ich möchte mit denen nichts mehr zu tun haben. Ich gehe nochmal zurück zu den anderen Jungs. Ich gehe zum Bob. Ne? Und dann bin ich trotzdem mit offenen Armen natürlich empfangen worden, weil die haben sich natürlich gefreut, dass es das passiert ist. Ja. Und bin... Ich meine, ist auch eine gute Bewerbung, ne? Hab gerade Weltmeisterschaft, Bronze, er braucht da doch noch einen schnellen, schweren Typen. Mhm. Keine schlechte Bewerbung, ja. Mein Vorteil war immer, dass ich diese schnelle Zeit wirklich mit einem hohen Körpergewicht gelaufen bin. Das war das, was die Jungs einfach so angefixt hat, wo gesagt hat, natürlich müssen wir den holen, weil wir können den Bob leer räumen, wenn wir ihr drin sitzt, sind wir genauso schwer. Und die Anschubzeiten kommen natürlich, oder die hohe Einfahrtsgeschwindigkeit kommt natürlich dadurch. Ne? Ja, klar. Wenn du was Leichteres anschiebst, bist du natürlich schneller. Ja. Fährst mit einer viel höheren Geschwindigkeit in die erste Kurve. Und, du bist prädestiniert eigentlich für diesen Sport tatsächlich. Mittlerweile kommt ein bisschen Aerodynamik jetzt noch dazu. Also für den momentanen Stand war ich zum Schluss auch viel zu Oberkörper, zu breit. Mhm. Weil, jetzt Aerodynamik, die Bobs werden immer schmaler. Okay, es verändert sich alles, ne? Genau. Also meine Zeit hatte ich. Anschubleistung würde immer noch passen. Ja. Aber einfach von der Körperkonstitution ist es nicht mehr. Wie oft warst du bei Olympia? Ich habe es legendär geschafft, 5-mal. Das sind einfach mal krasse 20 Jahre, ne? Alle 4 Jahre finde ich Olympiade statt. Und das ist eigentlich das Krassere. Das Krasse ist nicht die Medaillen, sondern das Krasse ist immer, was der außenstehende Zuschauer nicht sieht, weil man wird immer, wenn man so auf Veranstaltungen ist oder mal einen Talk hat oder irgendwie so ewige Helden, ne? Mhm. 4 Goldmedaillen, 2 Silber. Das ist natürlich krass und das ist natürlich was mich natürlich auch auszeichnet, was mich natürlich für mich selber auch mein Ziel immer war. Ne? Also immer der Beste zu sein und gerade bei diesem Event, ne? Olympische Spiele. Ja. Ist das größte Event, was es gibt. Alle 4 Jahre findet es statt. Ja. Du bereitest dich 4 Jahre davor. Aber das eigentlich Krasse, was man so außenstehend gar nicht sieht, ist dieses 20 Jahre diesen Sport machen und jedes Jahr immer der Beste sein. Das ist das eigentlich Krasse. Das ist wirklich unglaublich. Und deswegen sagst du es, gibt noch andere Bobsportler, die auch, ich glaube aber nicht 5 haben, sondern 4. Manche profitieren von diesem Switch. Da waren damals die Sommer- und Winterolympiade, haben die auseinandergeklamüselt. Mhm. Ging ein bisschen wahrscheinlich um Geld, werbewirksam. Ne? Alle 2 Jahre findet quasi Olympia statt, also Sommer und Winter. Ne? Da hat der Bob dann einmal ein bisschen profitiert, weil da waren es nur noch 2 Jahre. Okay, die hatten Olympia gerade. Also da sind manche Bobfahrer, die vielleicht gar nicht mehr die 4 Jahre geschafft hätten, aber die 2 konnten dann kurz hintereinander 2 Olympische Spiele machen. Okay, aber da hattest du noch nicht deine ersten? Nee, da war ich noch nicht. Ich bin 2002 eingestiegen. Ja, sonst hättest du vielleicht 5 gehabt. 6. Also wenn es bei mir passiert wäre, hätte ich wahrscheinlich 6. Ja, krass. Aber es ist nicht passiert. Aber ist auch gut so. Ja. Gibt es einen anderen Bobfahrer, der 5-mal bei Olympia war? Nein. Also ich weiß nicht, international?
Jedenfalls nicht erfolgreich. Ja, okay. Es könnte einen geben, der man muss sagen, so mitfährt. Ich muss sagen, der so mitfährt. Also bei Olympia, bei Sex, finde ich, trifft es nicht zu. Das war bei Stromberg ein Zitat. Er meinte, dabei sein ist alles. Sex ist wie Olympia. Aber ich finde, okay, ihr guckt schon jemand ganz, es wird bestimmt rausgeschnitten. Oder vielleicht auch nicht, wir werden sehen. Aber bei Olympia ist es ja wirklich so, dabei sein ist alles. So, ne? Also du sagst es so, der war vielleicht nicht erfolgreich, aber für mich ist es unglaublich, zu Olympia zu gehen. Wir haben zwei Medaillen hier von dir und ich finde die ziemlich krass. Ich habe eine, durfte ich schon mal sehen. Die letzte, ne? Ja, genau. Die durfte ich schon mal sehen. Das ist Silber, Pyongyang. Und 2018. Ich finde es unfassbar krass, so eine Olympiamedaille. Man hat es ja so vergleichbar mit anderen Sachen. In der Musik gibt es den Grammy, Schauspiel gibt es den Oscar. Ja, sowas. Es gibt den Emmy Award. Aber du kannst deinen ersten Film machen und du kannst einen Oscar gewinnen dafür. Also ich bin mir nicht sicher, vielleicht ist es auch schon mal passiert. Könnte ich mir gut vorstellen. Du kannst einen Emmy gewinnen, du kannst einen Tony gewinnen für Theater. Das ist auch so der höchste Preis. Mhm. Das kannst du hiermit auf jeden Fall nicht. Du kannst auf jeden Fall nicht einmal, keine Ahnung, ein Jahr trainieren und dann zu Olympia fahren. Also bei mir geht das geht auch. Also bei mir ging es auch relativ schnell. Also ich bin ja gut, aber du hast davor Bronze, Weltmeisterschaft, Sprint. Also du bist Anschieber. Du hast recht, du hast recht. Und machst Sprint. Du machst, seitdem du 4 Jahre alt bist, sehr ambitioniert. Können wir gleich noch drüber sprechen, wie ambitioniert du das gemacht hast. Machst du diesen Sport. Also das hat ja schon da schon dann auch über 20 Jahre Vergangenheit. Wie alt warst du bei deinen ersten Olympischen Spielen? Das war 2001, da war ich 22, ne? Ja gut, dann hat es halt auch echt 18 Jahre Vergangenheit. Das stimmt. Auf jeden Fall eine gute Vorbereitung gewesen. Ne? Und damals muss man noch dazu sagen, der Bobsport ist momentan nicht mehr ganz so spannend, was ich traurig finde. Klar. Aber es... Weil alle Fußball gucken und... Nee, ich kann dir gar nicht sagen, warum die Qualität einfach nachlässt. Ne? Also wir haben einen sehr guten deutschen Piloten, der auch gute Leistung bringt, aber die Konkurrenz ist einfach nicht mehr da. Und das ist das, was ich auf jeden Fall zu den Medaillen sagen kann, dass die Siege, die ich errungen habe, oder die Silbermedaillen, die ich errungen habe, die waren so ein Fight, also so ein spannender Fight auch, weil du dich wirklich gegen Konkurrenz durchsetzen musstest. Ne? Weil, also gerade die erste, was du jetzt gerade aufmachst, ne? Das ist meine allererste Goldmedaille. Das ist deine erste Goldmedaille. Genau, wir sind nach Salt Lake City geflogen 2002, das war mein zweites richtiges Jahr. Ne? Nicht als Titelaspirant, da waren zwei Amerikaner vor uns, Christoph Lang, auch als, also wir waren nicht in dem Medaillenkreis, eine Medaille zu holen. Und wir haben aber einfach im dritten Lauf, hat André, also wir haben nur den dritten Lauf gewonnen. Und mit diesem dritten Lauf, wo wir die anderen geschlagen haben, haben wir die Zeit rausgefahren für diese Medaille. Und das ist so, früher war das einfach so spannend, weißt du? Also statt man jetzt hier von drei Mannschaften, die in Frage kommen, weißt du schon, wer gewinnt. Ne? Okay. Das ist das, was quasi diese Medaille auch nochmal ein bisschen aufwertet. Weil einfach die Konkurrenz so krass stark war früher. Ist das handgemacht? Das sieht total krass aus. Also Winter ist immer, der Unterschied zwischen Winter-Olympiade und Sommer-Olympiade ist, dass die Sommer-Olympiade bis vor kurzem immer gleich aussah. Also es war eine runde Plakette mit der Nike, mit der Göttin drauf, mit der Siegesgöttin. Ja. Und wir hatten von Anfang an, also bei der ersten sind es immer Designer, die vorher kreieren dürfen. Ja. Aus dem jeweiligen Land. Genau, ja. Künstler. Und es glaube ich muss 50 Gramm muss drin sein, Gold. Und der Rest ist so ein anderes Material. Also da ist ein Stein, der damit eingearbeitet wurde. 2006 ist es Elektroschrott, was ich auch ganz cool fand, weil so cool. Auf einer CD. Ja. Wie gesagt, die Designer denken sich da immer die wildesten Sachen aus, die schönsten Sachen. Das macht auch mal diese Wintermedaille immer so schön. Ja. Ja. So Kevin, so schön wie diese Goldmedaille ist, wie viel Gramm Gold sind drin? 50. 50. Jede Medaille hat auf jeden Fall eine Kehrseite. Und was mich ja so fasziniert an Sportlern, die ich auch bei Dancing on Ice kennengelernt habe, ihr habt ein ganz krasses, extrem ehrgeiziges Mindset. Und du meintest selber, bevor die Kameras hier losgelegt haben, dass es auch schon eigentlich krankhaft war, so teilweise. Und dass man so ehrgeizig war und es vielleicht auch nicht alles gar nicht so cool daran unbedingt ist. Und was mich halt fasziniert ist an diesen Sportlern, die ich kennenlernen durfte, dass
bei Dancing on Ice habe ich richtig gelernt, echt dieses so hinfallen, aufstehen, halt wirklich, weil ich konnte halt einfach nicht, konnten beide nicht so gut Eiskunstlaufen. Aber ihr bleibt halt dran und zieht es halt durch. Das ist teilweise schon richtig krass. Also ich meine, jeder kennt das irgendwie von sich selber. Man hat so eine Phase, da macht man gerade voll viel Sport und ist richtig motiviert. Und dann hast du halt auch wieder die Phase, boah, gar keinen Bock. Und man kriegt sich nicht auf und dann kommt man in so einen Teufelskreis und gibt da irgendwie so auf für eine Zeit. Fängt dann vielleicht wieder an, wie auch immer. Aber du hast es durchgezogen. Und das würde mich so ein bisschen interessieren, wo du vielleicht sagst, okay, vielleicht gibt es da auch Sachen, die gar nicht so gut irgendwie sind. Oder vielleicht musstest du krasse Kompromisse eingehen. Was weiß ich, also du konntest sicherlich nicht während Olympia jeden Tag Party machen und ins Bergheim gehen. Genau. Willst du auch gar nicht. Der eine so, der andere so, wie auch immer, aber... Ich kann ja da nur über mich so ein bisschen sprechen. Ne? Also bei mir, ich habe es immer öfter schon gesagt, dass es bei mir krankhaft war. Also krankhaft erfolgssüchtig ist einfach so. Ich weiß, man sagt das ja, heutzutage sagt man ja so krank oder Krieg oder irgendwie so eine Sachen sagt man ja nicht mehr. Umschreibt das so ein bisschen, aber ich spreche es offen an. Es war einfach krankhaft. Mhm. Das, wie gesagt, du hast als Kind oder in deiner Jugend einfach ein Ziel. Du wirst enttäuscht durch vielleicht Entscheidungen, die du nicht selber triffst, sondern die treffen andere für dich. Mhm. Also wie aus Kader raus. Ne? Ja. Oder der bringt sich mehr oder so. Ne? Mhm. Und da staut sich natürlich in einem Menschen und in so einem ehrgeizigen Sportler, staut sich natürlich immer ein bisschen was an. Und dann kriegst du quasi durch eine sehr gute Leistung, habe ich halt quasi 2002 oder haben wir 2002 halt eine Goldmedaille errungen. Mhm. Und es war für mich irgendwie so eine krasse Erfüllung, aber irgendwie war es auch so der Start, in dem das will ich in 4 Jahren nochmal genauso haben. Mhm. Und es war ja 2002 schon so, dass wir von Olympischen Spielen wiedergekommen sind, im Februar. Und ich habe eine Woche oder ich glaube ja 3 Tage später wieder angefangen mit dem Training für die nächsten Olympischen Spiele. Und das ist, da ging so dieser Start für mich jetzt nachwirkend, hätte ich nämlich 2002 oder 2003 gesagt, nö, bin einfach nur... Ich strebe nach Erfolg. Aber da ging es eigentlich schon so los, dass ich sofort 3 Tage später wieder zum Training gegangen bin und ich schon wieder an die nächsten Olympischen Spiele gedacht habe. Mhm. Und das hat sich so verinnerlicht. Ohne mal eine Pause richtig zu machen. Eigentlich würde man doch sagen, okay, komm, ey, ich habe das hier mir verdient und mache jetzt mal 2 Wochen Malediven. Oder? Also gibt es viele Sportler. Ja. Ist mir auch sehr, sehr oft... in meiner Karriere passiert, dass wir neue Bobsportler hatten, die einfach nur zu Olympia gefahren sind. Die haben nicht mal eine Medaille gewonnen. Und für die war es wichtiger, was kann ich denn nächstes Jahr für ein Auto bestellen bei BMW? Oder wo können wir denn im Club der Besten fahren? Das ist so eine Auszeichnung, die ja die besten Sportler in Deutschland kriegen. Die dürfen dann einmal im Club der Besten fahren. Okay. Das ist meistens immer genau vorm Saisonstart bei uns. Und deswegen habe ich, was ist das Club der Besten? Das ist so ein Club, Robinson Club hat es früher ausgerichtet, wo wirklich alle Sportarten, alle Weltmeister, Vize-Weltmeister, selbst Bronzemedaillengewinner, die werden alle zusammen aus Leichtathletik, Handball, Wintersport komplett, kommen quasi in so ein ganz großes Ferienresort von Robinson, immer in verschiedenen Orten war das, und haben dann halt Spaß miteinander. Es wird alles so ein bisschen abgefilmt, also die machen so Events, kann mich erinnern so an so eine Pool-Challenge mit, wo man sich so von so einem Brett kicken musste. Okay. Du kannst surfen, du kannst alles machen, also mit deiner ganzen Familie. Ja. Die ganze mitnehmen und hast dann halt da wirklich eine Woche oder anderthalb Wochen schönen Spaß. Warst du da schon mal auch? Nicht einmal. Ja, ach krass. Und ich habe es oft verdient. Mir hätte ich es mir fast jedes Jahr verdient. Ja. Aber ich habe es nicht einmal gemacht, weil ich halt immer gedacht habe, diese Woche bringt mich raus. Ich bin nicht mehr der Beste der Welt. Kommt für mich nicht in Frage. Und es gab halt viele Sportler, ich kann jetzt nur von mir damals sprechen, bin jetzt schon 2 Jahre raus. Denen ist halt viel wichtiger, aber wo geht es denn jetzt irgendwie nach Olympia, wo können wir denn hinfahren? Die haben sich gar nicht auf den Wettkampf konzentriert oder auf dieses Event, sondern die haben sich darauf konzentriert, was kann man denn schon bestellen nächstes Jahr, ne? Für ein Auto und für Sachen. Und das ist, für mich war der Fokus, und das ist aber so auch, für mich stand nicht der Spaß dann im Vordergrund, sondern für mich stand meine Leistung im Vordergrund. Mhm. Und wie du schon angesprochen hast, Disco war für mich ausgedacht, habe ich gar nicht drüber nachgedacht. Ne? Warst du schon mal in der Disco? Ja. Also ganz extrem ist es nicht, dass ich nicht mal war, aber wenn die Priorität auf dem Training war, dann war die Priorität auf dem Training. Und dann habe ich während meiner Karriere auch ganz, ganz wenig, also ich komme vielleicht hoch 2 Gläser Alkohol getrunken. Während deiner Karriere sind halt... Ja, sehr lange. Bist du hast aufgehört mit 40?
39. Also wie gesagt, mal ein Glas zum Anstoßen, aber ich kann mich an keine einzige... Bist du schnell betrunken dann? Ich kann wirklich, obwohl ich viel Körpergewicht habe, wenig ab. Ja, klar. Stand aber auch nicht im Vordergrund. Ne? Für mich war immer so, ich will am Samstag zum Training. Ja. So. Früher, so als ich jung war, in den 90ern, ging ja die Disco schon Donnerstag los. Da war es der Donnerstag. Ja. Also, es gibt so einige Clubs natürlich in Berlin, die haben die ganze Woche auf wahrscheinlich. Ja. Oder vor Corona zumindest. Ja. Aber damals war bei uns immer so gängig, Donnerstag, Freitag, Samstag gab es so Diskotheken. Ne? Mhm. Und da gab es natürlich auch Sportler aus meinen Trainingsgruppen oder aus anderen Sportarten, die man kannte, die natürlich auch gerne in Disco gegangen sind. Die hast du aber nächsten Tag nicht beim Training gesehen. Okay, krass. Und für mich stand es immer im Vordergrund, ich habe 7 Tage die Woche trainiert. Sonntag meistens eine lockere Einheit, also jeder, der jetzt sagt, ja, eine Regeneration kann er nicht voll, genau. Ja. Aber ich habe Samstag morgen immer eine harte Einheit gemacht. Kannst du mal erklären, wie sah denn dein Alltag aus? Also wie läuft denn so eine Kevin Kuske Woche, sagen wir, nach den zweiten Olympischen Spielen so aus? Also so in der Mitte deiner Bob-Karriere? Also immer sehr, sehr ehrgeizig. Natürlich, wir haben ein hohes Pensum im Bobsport. Man muss immer quasi die Sportart so ein bisschen auseinandernehmen. Ne? Wann stehst du auf? Ich bin ja nicht der Langschläfer, also 6.30 Uhr ist bei mir die Nacht vorbei. Ne? Gehe auch erst um 1 ins Bett. Meine Mutter hat das immer bemängelt früher als Kind. Ich kann nicht schlafen. Das ist ganz, ganz krass. Okay. Das zieht sich bis jetzt. Viele sagen ja immer so, die Wissenschaftler, ja, kannst keine Leistung bringen, wenn du nicht so und so viel 8 Stunden geschlafen hast. Bei mir hat es komischerweise Sinn gemacht. Oder ich wäre noch besser gewesen. Kann natürlich auch sein. Ja, okay. Aber ich sage, ich widerspreche dir ein bisschen und sage, mein Körper nimmt sich schon seinen Schlaf. Ja. Und wenn er mir halt nicht mehr, also wenn er mir halt nicht mehr gibt, dann ist es halt so. Okay, du hörst auf deinen Körper einfach sozusagen. Genau, und das zieht sich eigentlich durch das komplette Training. 6.30 Uhr stehst du auf, dann? Frühstück, aber was Kleines. Also meistens kein Brötchen, gar nichts. Habe ich auf jeden Fall während meiner Karriere nie gemacht. Früchte oder Kohlenhydrate? Früher war immer so ein Haferflocken, aber ganz wenig. Ne? Und ist wieder die zweite Regel, die alle Trainer gesagt haben, du kannst mit Energie nicht trainieren. Jetzt die neue Wissenschaft sagt, dass es besser ist, auf nüchternen Magen zu trainieren, weil man dann diese Hormone, diese Energie freisetzen kann, die man über den Abend getankt hat und trainiert viel besser. Das habe ich aber schon aus Gefühl aus ein bisschen praktiziert. Ja. Das heute gang und gäbe. Und dann zum Training gefahren. Meistens immer abgewartet, bis die anderen weg sind. Mich so lange warm gemacht. Also ich habe ungern mein Training gezeigt. Das war früher auch bei mir. Kann man auch so ein bisschen in diese Schiene krankhaft mit reinstreuen. Niemand wollte sehen, wie du trainierst. Ich wollte nicht, dass die Leute was abgucken. Ne? Viele haben sich ja mal gewundert. Die haben gesagt, der Kuska hat so viel Talent, der trainiert nicht. Die haben das nur gesagt, weil sie mich nicht gesehen haben im Training. Aber ich wollte meine Ruhe haben im Kraftraum. Ich wollte meine Ruhe haben auf dem Laufschlauch, also im Laufbereich, auf der Tartanbahn. Und deine Motivation war immer Platz 1 einfach, der Beste. Bei mir ging es eigentlich durch die ganze Karriere um Zeit und um Gewichte. Also ich bin immer ein Lichtschrankenläufer gewesen, um das dem Zuschauer zu erklären. Wir haben eine Lichtschranke, die ist eigentlich immer gleich. Ne? Ja. Du hast einen Punkt, wo du genau immer an dem Punkt losläufst und hast keinen, der jetzt, wenn du jetzt quasi die Stoppuhr hättest und würdest sagen, komm Kevin, wir trainieren mal eine Woche zusammen und du würdest immer drücken, du drückst immer unterschiedlich. Ne? Mhm. Wir hätten immer unterschiedliche Zeiten, obwohl du wahrscheinlich gleich gelaufen wärst. Ne? Und deswegen ging es bei mir wirklich jeden Tag um schnell und stark. Okay, krass. Und dann hast du morgens einmal trainiert sozusagen? Genau, mit einer Mittags. Meine Mittagseinheit war schon durchgeplant. Also Bauchrücken habe ich meistens gemacht, noch als zweite Einheit. Was ordentliches gegessen. Ja. Habe dann meistens immer Mittagsschlaf, also Mittagsruhe gemacht. Also nicht geschlafen, sondern geruht. Ja, halbe Stunde? Stunde. Ja. So, nach der Stunde wieder zum Training und habe dann eine Oberkörperkraft gemacht. 3-mal Training sozusagen am Tag? Genau, also 2 bis 3 Mal habe ich immer gesagt. Also ich habe 2 bis 3 Einheiten immer 3-mal trainiert. Also immer Bauch und Rücken, weil das bei uns die wichtigste Stütze ist für alles. Für den Sprint, für die Kniebeuge, für Bob-Anschieben ist der, heute sagt man Core, also der Mittelteil des Körpers, der muss schön stabil sein. Ja. Und den habe ich 2 bis 3 Mal die Woche trainiert. Für die Leute, die gern Fitness machen, ich für mich inklusive. Ich habe dich einmal gefragt, ich erinnere mich nicht mehr ganz genau an die Zahlen. Du meinst mal, Bankdrücken bist du nicht so gut? Angeblich. Jetzt ja. Ach ja? Okay. Aber der Grund ist dafür, ich habe ein Projekt mitgemacht mit einem Freund von mir, der hat Stark fürs Leben heißt das. Ja. Da geht es um Kinderhospiz. Ja. Um eine Veranstaltung, wo du für Kinder Geld sammelst. Ja. Pro gedrückte Kilo. Ah, okay, geil. Und ich wurde angesprochen, wir haben uns kennengelernt, Mensch, würdest du nicht mal vorbeikommen? Nur mal vorbeikommen, also überhaupt gar nicht, irgendwie ging es ums Drücken oder um sonst was. Ne? Aber ich habe gesagt, wenn ich komme, dann drücke ich auch mit. Ja, weil ich drücke ja so 160, schaffe ich schon. Und er sagt, wie viele Wiederholungen machst du da bei 160? Das geht ja nur um einen, also du hast 3 Versuche okay. Und jeder Versuch muss sich steigern. Okay, ne? Das höchste ist der dritte. Ja. Und
Ich habe da dann das erste Jahr mitgemacht und mich hat erstaunt, wie viel Geld wir da zusammengekriegt haben für ein Kinderhospiz. Oder wir haben ja zwei Kinderhospize damals gehabt. Was man so möglich getreten hat. Und da hat mich mein Freund gefragt damals, ob ich nächstes Jahr nicht Pate sein kann für die Veranstaltung. Cool. Und der Olli ist da super engagiert. Und der hat natürlich mache ich einen Paten für euch. Aber dann möchte ich auch die 200 Kilo drücken. Und dann hatte ich auf jeden Fall Druck. Er hat gesagt, weil ich mir vielleicht vorher nicht so überlegt habe. Und er sagt, okay, dann nächstes Jahr 200. So, und da habe ich mich darauf ein bisschen trainiert. Also ich habe zweimal die Woche ordentlich Bankdruck trainiert. Olli kam öfter mal aus Stendal zu mir nach Potsdam. Ja. Und wir haben mal Trainingseinheit gemacht und habe ich eine, also als Bestleistung jetzt eine 2,5 oder 2,10 sogar gedrückt. Krass. Und man muss sagen, eine Frage. Für die Leute, die fitnessbegeisterten Jungs, es gibt auch andere Leute, die so viel Gewichte machen, ne? Aber hast du jemals gestofft oder irgendwelche so Möglichkeiten? Also so, ich kann mir vorstellen, dass bei Olympia das ein bisschen schwierig ist, weil da wird ja getestet die ganze Zeit, denke ich mal, ne? Also Deutschland wird, das ist das Gute, dass auch meine Leistung, wir haben ja auch viele negative Beispiele aus dem internationalen Bereich im Bobsport gehabt, also auch mal da und da mal ein Vorfall. Deutschland, also der Athlet, der in Deutschland in der Nationalmannschaft ist, der ist hundertprozentig sauber, weil wir werden so durchgetestet das ganze Jahr über. Die können dich anrufen, du musst dich abmelden auf so einer Plattform online. Also bist wirklich vom 1. Januar bis 31. Dezember bist du unter Beschuss. Ja. Was gut ist, ja. Was ich auch gut finde für die Außendarstellung der Mannschaft. Also, dass deine Leistung wirklich die Leistung ist, die du sauber bringst. Und ich hatte so viele Dopingkontrollen wie, glaube ich, kein anderer Mensch. Ich hatte sogar in einer Woche 3 Kontrollen. Ja, okay. In einer Woche. Also, die haben da wirklich, waren rigoros hinterher. Ja, okay, krass. Nee, deswegen, das ist unfassbar. Ich mache auch viel Sport so, aber ich trainiere jetzt, also ich kann schon 100 Kilo drücken, ne? Aber halt einmal dann vielleicht oder keine Ahnung was. Also, aber noch, also, ich habe dich mal gefragt, ey, wie viel machst du eigentlich bei Bankdrücken? Irgendwie bei WhatsApp gefragt oder so. Da hast du so irgendwie, weiß ich nicht, was du da gesagt hast, 150 oder so. Aber halt so, damit trainierst du und du meinst, das kannst du gar nicht. Bankdrücken, bist du schlecht drin. Hast du gesagt, 150 Kilo und ich versuch's die ganze Zeit so. Aber was machst du bei Kniebeugen zum Beispiel? Also, ich bin so ein, kennst du mal einen Bandscheibenvorfall? Ja. Relativ zeitig in meiner Karriere und bin dann auf Frontkniebeuge umgestiegen. Deswegen mache ich nicht die klassische Kniebeuge, also die Backkniebeuge, die Front, wo man ja nicht so viel schafft eigentlich. Ja. Aber selbst da habe ich eine 260 stehen. 260? So, macht man eine Wiederholung dann ab? Eine, maximal. Okay. Das ist krass. Aber bei uns im Sport ist es eher so wichtig, dass du ein schweres Gewicht schnell bewegst. Also bei uns geht es eher um die Geschwindigkeit. Ja. Natürlich machen wir auch mal Maximalkrafteinheiten, wo du den Muskel halt einen Reiz gibst. Ja, ich muss jetzt aber mal 260 machen. Ja. Dadurch schüttet der Körper mehr Testosteron aus. Ja, Muskelfasern werden angesteuert, trainiert und denen wird signalisiert, oh, ich muss jetzt noch mal ein bisschen was an Muskelfasern akquirieren, sonst breche ich zusammen, kann nicht mehr vom Säbelzahntiger weglaufen und ich werde sterben. Ja, klar. Deswegen ist ja der Körper so gemünzt. Ne? Ja. Und, wir trainieren groß. Teils in diesen schnellen Wiederholungen, aber da halt auch mit schnellen Gewichten, bis 150 Kilo. Aber da geht es um die Geschwindigkeit. So schnell wie möglich, auch in der Anzahl von oben nach unten. Glaubst du, du hast auch durch diesen extremen Sport, hast du irgendwelche Schäden auch dadurch? Körperlich? Ja. Ja. Also geistig und so. Sowieso? Aber natürlich, Knie sind im Eimer. Ne? Also ich merke es jetzt im Alter gar nicht. Also ich habe meine Karriere beendet. Ja. Und ich habe relativ wenig Rückenschmerzen, Knieschmerzen, sonst was gehabt. Komisch eigentlich. Ne? Ich habe auch ein bisschen noch weiter trainiert, ein paar Sachen noch gemacht mitgeschoben nochmal mit meinen Athleten. Mhm. Und natürlich habe ich einen Bandscheibenvorfall, ich habe einen doppelten Leistenbruch, ich habe Meniskusschäden, Hochzehen, ich habe Bänderdehnung, Beugers abgerissen. Ich habe, wie gesagt, Bandscheibenvorfall. Beuger abgerissen, da warst du bei einem der heftigsten Ärzte in Deutschland, oder? Dem Gott schlechthin. Also es gibt einen Arzt, der mir auf jeden Fall, dem ich auf jeden Fall sehr viel zu verdanken habe. Ich habe viele Ärzte, denen ich was dankbar bin, aber in dem Falle speziell, weil es da einfach um meine letzten Hier 8 Jahre, genau. Auch, ne? Das ist das Ergebnis dadurch. Ja. Müller-Wohlfahrt war vom FC Bayern ganz lange der Arzt. Ne? Du hattest mir mal ein bisschen erzählt von dem. Also die Urgeschichte ist eigentlich die, ich kannte ihn nur aus dem Fernsehen. Ja. Ich hatte natürlich in der Zeit schon ein paar Erfolge gehabt, habe mich auf meine letzten Olympischen Spiele vorbereitet in Sotschi, 2014 eigentlich. Mhm. Und mir ist ein Jahr vorher der Beuger abgerissen. Direkt okay, sind drei Bündel, Muskelbündel, die oben an einen Ansatz gehen. Mhm. Und der ist mir halt komplett abgerissen an der Sehne. Eigentlich der Muskel, der dir hilft, oder die Muskelgruppe, die dir hilft beim Sprinten. Heißt eigentlich Karriere aus? Eigentlich heißt Karriere aus.
Thema erledigt, kommst du wieder hoch. Und, das haben andere Ärzte auch so gesagt, sozusagen zu dir? Oder? Ich hatte noch einen Arzt, mit dem ich damals zusammengearbeitet habe, der war bei uns von der Sportfördergruppe, der Dr. Lutz, der gesagt hat, wir kriegen das hin, wir müssen aber schnell reagieren, wir müssen 14 Tage danach eigentlich eine OP machen. Oder es ist vielleicht nicht so schlimm, die wussten es halt nicht. Und die erste Arztentscheidung war, 6 Wochen Ruhe oder 3 Monate Ruhe und dann kannst du wieder locker anfangen zu trainieren. Und der Dr. Lutz hat sich da festgebissen, der ist der Nationalarzt vom Eisschnelllauf gewesen. Und er sagt, ich würde noch mal eine zweite Meinung. Kevin, mir reicht das nicht. Also mir ist das zu vage. Und ich schreibe noch mal die Müller-Wohlfahrt an. Und dann hat er die Müller-Wohlfahrt angeschrieben damals. Ich saß neben ihm in seiner Praxis. Und wir hatten 5 Minuten später eine Antwort von ihm. Ich soll mich sofort nächsten Tag zu ihm runtermachen. Bin runtergefahren nach München. Mhm. Bin in diese Praxis gekommen und habe ihn gesehen. Und er hat mich erkannt. Er muss sich an dem Tag mit mir beschäftigt haben. Oder vielleicht war er vorher schon Fan. Wir haben es nie ausgewertet. Und der ist wirklich mit offenen Armen auf mich zugekommen, hat meinen Namen gerufen, hat mich in den Arm genommen und ich habe mich gewundert, haben wir jetzt irgendwo schon mal gesehen? Ja. So herzlich aufgenommen, ja. Hat sich für mich gekümmert, ja. Hat den ganzen Abend sich eigentlich nur mit mir beschäftigt, hat mich nochmal zum MRT geschickt, hat mir was zu essen bringen lassen vom Schubeck, dem bekannten Koch. Der ja. hat mir noch eine... Alfox heißt er, ne? Genau, ja. Alfox Schubeck, ne? Ja, ja. Ich weiß noch, Leberknödelsuppe war das, glaube ich. Ja. Ein Salat, also wirklich lecker. Ja. Hat sich auf jeden Fall rührend um mich gekümmert und hat gesagt, morgen früh wirst du operiert. Ich sag, also wollte eigentlich nur eine Meinung, ich habe keine Tasche mit, gar nichts. Ja. War ihm scheißegal. Er hat gesagt, du wirst morgen früh in München hier operiert. Ist mir scheißegal, was du noch für Termine, was dazwischen kommt, ja. Wir machen das. Du hast erzählt, er hat so vorher mit seinem Daumen so... Er hat die 4,2 cm gefühlt. Und er hat auf diesem ersten MRT war es so schlecht zu sehen. Also ich habe selber, wir haben es nicht erkannt, wir haben auch nochmal nachgemessen. Du Dein Assistent ist ein Professor, oder? Oder ein Doktor oder keine Ahnung. Sein MRT-Arzt war der Professor Mack. Ja. Und er ist der Doktor. Und der hat ihn da ranzitiert wie ein kleinen Jungen. Der hat gesagt, sofort herkommen. Mack, herkommen. Also, der hat doch einen Professortitel. Das ist so wie man denkt so an Bundeswehr, ne, wenn man einen Hauptmann und so einen Gefreiten hat. Und der Gefreite sagt, sofort jetzt hierher kommen, Hauptmann. Krass. So ähnlich habe ich mich gefühlt. Ich dachte, man, ja, will mir jetzt keinen Stress bitte. Ne? Ich will keinen Ärger hier haben. Und dann kam er da an. Und ja, hier kriegen Sie das besser hin. Hat er so geguckt auf den MRT und dann, na, ich habe sie gefragt, ob Sie das besser hinkriegen. Und mir war das schon extrem unangenehm, ne? Und er so, natürlich kriegt das besser hin. Na, ich möchte Kruske in 10 Minuten hier drüben sehen. Und ich so, 10 Minuten MRT, verstehe ich mich. Ja. So, dann rüber ins MRT, neues MRT gemacht und der hat wirklich vorher mit dem Finger, also man hat ja über ihn viel gehört, mhm. Zauberer, Scharlatan, also so einer ganzen Geschichte. Ja. Ich gebe ja auf so Vorstorys nichts, ne? Also, ja. Mach mir immer gerne mein eigenes Bild und denk nicht drüber nach. Oder sagt, es ist jemand, der halt nur rumspielt oder nur eine Show macht. Ne? Ja. Aber er hat gefühlt und hat wirklich in den Raum unter vielen Zeugen gesagt, 4,2 Zentimeter. Krass. Ich so, okay, wird recht haben. Ne? Aber das Krasse war dann wirklich, wenn du dann wirklich auf dem MRT, auf dem neuen MRT, einer Messleiste siehst und er eine Messleiste anhält und sagt, 4,2 Zentimeter. Verrückt. Und das ist... In dem Moment nimmt er mir natürlich auch Druck. Ne? Also ein Mensch sagt dir was stimmt, auch wenn es jetzt noch so unbegreiflich ist. Ja. Und der wird schon recht haben, dass ich morgen zum OP muss. Ne? Ja. Und die krasse Geschichte daran ist ja, ich war ja früher bei der Bundeswehr. Ja. Ne? Man hat ja so von München Arztpreise. Also ich habe im Kopf gehabt, du zahlst du 50.000 Euro dafür, dass sie den Beuger reinheften und wo willst du hernehmen? Ja. Ne? Und im Endeffekt war es aber so, der Müller-Wohlfahrt hat ein Kassenrezept abgerechnet, also 80% von dem Privatpatienten. Ja. Hat gesagt, interessiert mich nicht. Wichtig ist, dass es dir gut geht, dass du zu Olympia fährst und der Rest ist mir scheißegal. Ja. Und das hat sich so menschlich auch nochmal für mich so, alle, die über den, was Schlechte geredet hat, könnte ich sofort einen in die eine Backpfeife geben können. Weil der Mensch halt bei mir wirklich gezeigt hat, einen Menschen, den er nicht kennt, jedenfalls nicht live oder nicht privat, nur vielleicht aus dem Fernsehen, haben wir nie ausgewertet. Und sich dann rührend, um mich zu kümmern, dass ich quasi meinen Traum oder meinen Sport weitermachen kann. Das ist so eine Story. Schön. Die kannst du keinem erzählen. Und gerade auch den, was da noch mit drin war. Also die Praxis, wo die mich operiert haben, war eine Privatpraxis. Mhm. Und da bezahlst du normalerweise, da war irgendwie ein russischer Sender, da haben die mir erzählt, hier kommen eigentlich die Russen-Millionäre hergeflogen und lassen sich hier bei dem Professor operieren. Okay. Der Professor hat es für eine Kasse gemacht, der Anästhesist war umsonst da. Also der ist am Wochenende, hat mich operiert und hat gesagt, er will kein Geld haben. Und der Doktor, dem die Klinik gehört, ne? Ja. War ein Millionärssohn, der als Medizin als Hobby hatte und also Medizin studiert hat. Der hat mich dort auch kostenlos quasi quartiert.
Ich erinnere mich noch an die Zeit bei Dancing on Ice. Und für mich war es ein bisschen neu, halt auch so mit so Leuten wie dir oder auch mit Jotti. Jotti hat ja auch bei Olympia mitgemacht und so weiter. Für mich war es schon was sehr Besonderes, irgendwie solche Leute mal kennenzulernen. Mir hat es total viel Aufregung genommen. Ich weiß noch, im Training war ich sehr aufgeregt, auch vor den Shows und so. War ich sehr konzentriert. Wir haben auch mal nachts trainiert und so. Den Security gefragt, ob wir uns aufmachen können, dass wir nochmal trainieren können und so. Also wir waren schon auch ambitioniert auf jeden Fall. Aber für mich war dann so ein bisschen auch die Aufregung so ein bisschen raus, weil mein Papa lag halt im Koma und das hatte ich da fast gar keinem erzählt. Mhm. So, ja. Und für mich war in dem Moment in meinem Leben einfach was anderes irgendwie wichtig. Priorität. Und genau, und die Aufregung war halt so voll weg irgendwie. Das hatte für mich dann nicht mehr so einen krassen Wert, da irgendwie jetzt der Beste zu sein, weil es geht für mich um was anderes. Und ich erinnere mich, wie wir dann da, wie diese Show losging. Und alle waren hinter der Bühne auf dieser Eisfläche, haben sich so ein bisschen warm gemacht. Und jeder ist so ein bisschen gefahren. Ich war auch trotzdem noch aufgeregt, ne? Richtig aufgeregt. Bin dann so gefahren und so. Und ich sehe so dich. Und zu dir konnte ich irgendwie so am besten irgendwie, mit dir habe ich mich so in einem Boot gefühlt, so nicht so konkurrenzmäßig irgendwie. Und du saßt dann da so auf dieser Couch so, oder so am Rand, saßt so da und warst ganz ruhig. Hattest, glaube ich, so auch runtergeguckt. Was ganz ruhig, dachte so, hey Kevin, alles okay bei dir so? Mir ist schlecht. Nein, und du meintest so, ey, ich bin mehr aufgeregt als vor Olympia. Das hat mich total, fand ich total irgendwie schockierend irgendwie. So. Mhm. Ich dachte so, hä, ist doch nur eine TV-Show, Mann, das ist doch gar nichts. Also so Olympia und so, wie kannst du sowas sagen? Ja, aber ich glaube, du hattest dich auch so ein bisschen echt so schon die mental vorgestellt, wie du jetzt gleich tanzt und so weiter. Irgendwie so, irgendwas hattest du gesagt. Aber du warst so voll in der Konzentration und hast so viel meditiert eigentlich, hatte ich kurz gedacht. Was ich eigentlich sagen will, das Wichtigste vielleicht, könnte ich mir vorstellen, bei so einem Sportler wie dir, ist ja auch einfach mal der Kopf und das Mentale. So, dass man halt nicht aufgibt, dass man dranbleibt. Ist draußen, ne, das Geräusch. Ja, da war so ein Knittern. Das Wichtige bei Sportlern wie dir, glaube ich, ist auch einfach so der Kopf, das Mentale, dass man dranbleibt, dass man nicht aufgibt, dass man seinen Fokus hat, sein Ziel hat, Sachen sich visualisiert und so weiter. Welchen Wert hat es für dich und wie hast du das trainiert oder hattest du schon immer irgendwie so ein Gefühl, keine Ahnung, wie du so mental an Sachen rangehst und ja, wie trainierst du das und wie hältst du das gesund irgendwie? Also, also zu Dancing on Ice muss ich mal kurz dazwischen, also nochmal dazu sagen, war ja für mich auch eine ganz krasse Erfahrung. Es war kurz nach meinem Karriereende. Ja. Ich bin ja auch überhaupt gar nicht irgendwie ein TV-Typ gewesen vorher. Ne? Ich war von André der Pressesprecher, also alles, was so von Kameras über uns, also über das Team, sollte ich machen. Mhm. Dadurch hatte ich natürlich schon ein bisschen Kameraerfahrung, um auf Fragen zu antworten, ein bisschen auf die Betonung. Und ich bin jetzt nicht der super ausdrucksstarke Sprecher, aber ich wusste auf jeden Fall, wie man mit einem Moderator, Kommentator spricht. Ja. Dass man nicht so aufgeregt ist und auch beim Thema bleibt, ne? Ja. Beim eigentlichen Thema und nicht drumherum eiert, weil man so viel überlegt. Das ging bei mir immer ganz gut und deswegen war für mich immer dieser Einstieg in diese TV-Geschichte, weil wir ja auch von Motivation sprechen oder wie ich das so hochgekriegt habe. Ne? Ich habe am meisten Schiss. Und das, wir sind, glaube ich, jetzt die Ersten, du bist der Erste in dem Interview, dem ich das so erzähle. Der größte Schiss, den ich hatte, und ich habe wenig Schiss in meinem Leben, war gewesen, dass ich in so ein Loch falle. Wenn du über 20 Jahre Leistungssport treibst, auf einem richtig hohen Niveau, dich wirklich jeden Tag auf einen Höhepunkt motivierst und fokussierst, der nicht nur in einem Jahr ist, sondern auch in 4 Jahren. Und was für uns als Sportler ja das größte Event schlechthin ist, also die Olympiade, war für mich die Angst, nach meinem Karriereende, dass ich in ein Loch falle, weil ich kein Ziel mehr habe. Mhm. Also ich habe irgendwie, du verlierst den Fokus auf ein großes Ziel. Mhm. Ich wusste ja schon, dass ich in die Richtung Trainerbranche gehe und auch mit meinen Athleten quasi das Ziel verfolge, ich möchte euch jetzt zu Olympia bringen, dass ihr genau das erlebt oder genau das macht, was ich mache. Ja. Aber das ist ja natürlich ein Ziel, was du mit jemandem zusammen hast, aber mir hat dieses persönliche Ziel gefehlt. Mhm.
Und deswegen war ich so froh, dass ich die Anfrage von Ewige Helden bekommen habe, weil ich für mich so dachte, kurz danach, du hast wieder einen Fokus auf irgendwas. Du musst da nicht gewinnen. Ja. Ich will auch nicht gewinnen, weil Ewige Helden wollte ich nicht gewinnen, weil ich wusste, dass es um 80%, 90% um Ausdauer geht. Um Ausdauer. Ich, ja, okay. Ich wusste, ich werde da in vielen Spielen einfach versagen, weil ich es einfach nicht muskulär, Sport ist, genau. Ja. Aber ich will auf jeden Fall Spaß haben und will einen Fokus haben auf was und will mich aber trotzdem in der Übung und in dem Event messen. Challengen. Genau. Ja. Aber ich muss es nicht krankhaft gewinnen, so wie es beim Bob ist. Ja, ne? Okay. Beim Bob musste ich es immer krankhaft gewinnen oder auf jeden Fall krankhaft meine Leistung so abrufen, dass du perfekt bist. Aber bei den Sachen ging es eigentlich darum, einen Fokus zu behalten auf einem Ziel. Und genau das gleiche war bei Dance in the Ice, wo wir uns ja zum Glück kennengelernt haben, wo ich gesagt habe, ich weiß, dass ich hier nicht gewinne, weil dafür erste Mal, also ich finde das erste Statur, Mal. Alles, genau. Da passt gar nichts. Genau. So von dem. Und für mich war das, ist mir aber auch bei dir so aufgefallen, wir haben beide, also ich finde, ich habe die optimale Partnerin mit Miri gehabt, die optimal auf mich einging, die jetzt nicht so eine russische Schleiferin ist, ne? Wie man es manchmal so kennt, ne? Die sagt, du musst das doch jetzt können, sondern Miri war sehr so einfühlsam, hat mir das versucht beizubringen, genau, auch mal Sachen umgeändert, weil man es einfach nicht hingekriegt hat mit irgendwelchen. Wahrscheinlich hatte sie auch irren Respekt, auch denke ich mal, vor als von Sportler zu Sportler, denke ich schon. Also ich hatte das Gefühl, dass alle Sportler vor dir sehr, sehr großen, da war sehr großer Respekt. So, ja. Also sie konnte mich erfordern. Aber das, nee, ich war so, im Nachhinein war es das die perfekte und ich wollte bei der ganzen Show, um nochmal das so zu wiederzugeben, war der für mich eigentlich Ziel Nummer eins, weil man ja im Sport immer so Ziele hat als Leistungssportler. Ja. Ne? Detlef hat wahrscheinlich als Ziel gehabt, eine gute Performance zu machen. Ne? Ja. Einen coolen Satz zu sagen, irgendwas zu bringen, was mit ihm zu tun hat. Desiree, eine Entertainerin, musste natürlich, da lag glaube ich der Fokus eher auf diesem Entertainen als auf der reinen Leistung. Ja. Und bei mir war der Fokus als allererstes, Miri zu zeigen, dass sie eine gute Trainerin für mich war. Cool. Das war für mich in dem ganzen Ding Fokus Nummer eins. Ja. Und ich habe gesagt, ich muss nicht gewinnen, aber ich will genau das, was du mir beigebracht hast, will ich umsetzen. Ja. Das war für mich in diesen TV-Shows das Ziel Nummer eins. Und ich wusste von vornherein, ich werde nicht gewinnen. Das war dein Ziel sozusagen? Bei diesen TV-Shows? Ja. Genau. Ich kann mir voll vorstellen, ich kann mir voll vorstellen, dass, weil sonst war ja dein Ziel halt immer irgendwie Olympia dabei zu sein, hast du ja vorhin gesagt. So, ja, was ist danach halt so in so einem Sportlerleben. Genau. Also gerade auch als Trainer, also ich wusste, dass ich Trainer bin. Also ich bin als Berufung, ich bin 7 Tage die Woche im Luftschiffhafen gewesen, im Olympiastützpunkt, bin durch die Welt gereist, an den Bobbahnen der Welt und wenn was nicht, was soll ich machen außer Sport? Ne? Ja. Also das ist mein Leben, ich habe da genug Erfahrung drin, ich bin jetzt nicht der Typ, der sich ins Büro setzt, sondern ich muss auch am Mann arbeiten, meine ganze Erfahrung weiterzugeben und der Sport lebt ja auch weiter. Ne? Und wir haben in Potsdam ein sehr gutes Zentrum hergestellt oder hergerichtet, wo man den ganzen Nordbereich aus Deutschland sichten kann, wo wir neue Sportler akquirieren. Und das war so der Fokus, der aber nicht der Fokus ist, den du als einzelner Sportler hast. Ne? Diese Motivation, die man einfach an jeden Tag ranlegt, krankhaft, wie wir es ja schon mal hatten, um der Beste der Welt zu sein. Und ich wollte immer der Beste sein. Ja. Du hattest es einfach in dir sozusagen, über diesen Drang sozusagen. Okay, ja, und das ist, was mir so, wenn man so nachträglich ist, sich mal so selber Revue passieren lässt, was so der Unterschied zwischen diesen TV-Geschichten noch ist. Ne? Ich war auch beim Promi-Backen dabei. Ja. Ich wusste, ich kann nicht backen, ist genau das gleiche gewesen wie bei Dancing on Ice. Ich kann nicht Schlittschuh laufen, aber ich versuche auf jeden Fall das Beste rauszukriegen. Voll cool. Und beim Backen war es auch so. Ich sage, ich kann nicht backen, aber ich trainiere es und versuche eine gute Performance abzuliefern. Und ich muss, wie gesagt, nicht gewinnen, was beim Bob genau das andere ist. Beim Bob musste ich gewinnen. Ja. Gewinnst du nicht? Aber du suchst halt im Leben trotzdem immer irgendwie neue Challenges für dich selber sozusagen. Vielleicht auch, weil ich auch viele Hobbys habe, die man auch während der Karriere nicht ausleben konnte. Ja. Also ich bin ein riesen Eishockey-Fan. NHL, ich bin ja mit Sven Felski befreundet, Christian Ehrhoff. NHL zieht sich bei mir durchs ganze Leben schon, ne? vom TV. Ich hätte gerne mal ein Eishockeyspiel mitgemacht, aber ich konnte halt nie Schlittschuh laufen. Ja. Und das war für mich auch so ein Ding, warum ich Dancing on Ice gemacht habe, weil ich gesagt habe, jetzt komme ich dazu, mal Schlittschuhlaufen zu trainieren, dass ich vielleicht danach mal aufs Eis komme. Ja, deswegen Corona natürlich ein bisschen schwierig geworden. Ja, aber es war was ich geil finde, Eislaufen. Ja. Und was ich unbedingt probieren muss und es nicht probiert hätte, wegen den Aufgaben, die man sagt. Klar. Und genauso ist es mit Backen. Ich esse gerne Kuchen. Ja. Ich esse generell gerne. Ja. Und ich kann nicht backen. Ja, ne? Okay. Und ich finde aber krass oder cool, was Menschen so kreativ zaubern können. Ne? Ja. Und einfach nur diese Erfahrung zu machen, war für mich schon Ansporn genug. Ne? Wo andere sagen, ja,
Mehl interessiert mich alles nicht. Ja. Ich esse die Dinger, das Thema ist für mich erledigt. Ne? Für mich liegt der Fokus immer, auch Leute, und deswegen mein Respekt geht eben halt auch so in die Gesellschaft raus. Ne? Mein Respekt ging an die TV-Shows von Denzel und Eis, die alle Acts wie dich, ne, die von null mit den Problemen, die man wusste ja im Hintergrund mit deinem Papa, dass du es trotzdem noch so, für mich warst du ja der Favorit. Ich habe dir, weißt du, immer noch die Daumen gedrückt. Sweet. Du warst einfach mein Star und hättest wahrscheinlich auch, rein von der Leistung verdient gehabt, da auch zu gewinnen. Und das war für mich schon Erfahrung genug und hat mich bereichert an der Sache. Und da seh ich immer so meine Motivation jetzt für nach meiner Karriere. Sachen zu machen, die... Warst du schon mal kurz davor aufzuhören? Mit irgendwie, hattest du mal so einen Moment, wo du echt dachtest, ey, ich hör auf, ich kann das nicht mehr oder... Also beim Bobfahren wirklich gar nicht. Mhm. Ich habe immer meinen Spruch, mir immer im Hinterkopf war, ich möchte nicht, man ist so ein blöder Spruch, den man von überall kennt, ja? Ne? Ich möchte nicht als alter Opa auf der Couch sitzen mit einem Freund oder Kumpel und sagen, ach gucke mal, hätte ich noch 4 Jahre weitergemacht, dann hätte ich das auch gewonnen. Okay. Sowas wollte ich nie sagen. Ich wollte aufhören. Deinen Traum durchziehen sozusagen. Genau. Okay. Bis ich der Meinung bin, jetzt geht es auch nicht mehr weiter. Und ich habe 2018 gesagt, letzte Rille. Ja. Also jetzt wirklich alles rausgeholt, was ging. 5. Mal Olympia. Und keinen Tag länger. Ich habe im letzten Lauf gedacht, wir mussten ja nochmal, das war das Krasse bei den letzten Olympischen Spielen. Die Koreaner, also wir mussten von der Startzeit nochmal eine 4,88 starten. Okay. Das ist die Startzeit über, von 5 geht die Lichtschranke los. Ja. Also 5 Meter ist der Start der Lichtschranke. Mhm. Und bei 50 Meter gehört die Lichtschranke auf. Und da mussten wir nochmal eine Zeit von 4,88 starten. Wir sind davor immer nur eine 4,90, 4,91. Also alles so Zeiten, die man als Zuschauer nicht so realisiert. Ne? Ja. Aber hundertste Sekunden sind ja bei uns selten. Extrem wertvoll, ja. Und mein Pilot, der Nico Walter, kam hoch auf die Anschubbahn. Wir waren also auf die Trainingsbahn oben, da konnte man sich warm machen. Ja. Alle haben sich schon umgezogen und hat Nico zu mir gesagt, Kevin, wir müssen jetzt nochmal eine 4,88 starten. Und dann haben wir gesagt, wir starten jetzt auch nochmal eine 4,88. Und ich habe mir vorm Start gedacht, jetzt kann mir alles abreißen. Ja. Mein ganzer Muskel kann weg. Ich muss aber noch in den Bob kommen, aber wir müssen jetzt eine 4,88 starten. Okay. Und wir sind eine 4,88 gestartet. Und aus einer Bronzemedaille wurde eine Silbermedaille. Okay. Wegen der Startzeit. Ja, krass. Und das ist so, davor wusste ich halt, das ist jetzt mein letztes Rennen. Und weiter will ich auch gar nicht. Aber ich hätte, also bis zu dem Tag, also ich habe das Optimum ausgereizt. Ja. Ey, jetzt lass uns doch einmal ein letztes Mal kitschig werden, weil ich glaube, das könnte ganz interessant sein, vor allem für die jungen Zuschauer sozusagen. Ich hatte 2 Fragen überlegt. Einmal hatte ich gedacht, so, was sind deine Tipps so generell so für den Sport, um dich zu motivieren? Aber ich glaube, da muss jeder sein eigenes Ziel finden und der eine will Leistung, der andere, hast du vorhin auch mal schön gesagt, der andere will einen tollen Körper oder einfach irgendwie einen Marathon schaffen oder eine gute Ausdauer, irgendwie was auch immer haben. Aber gibt es irgendwas, wo du sagst, okay, das hat der Sport auch so fürs Leben beigebracht oder so? Hast du irgendwelche Prinzipien irgendwie so irgendwelche bestimmten, irgendeine Ansicht auf die Welt oder Einstellung oder so, wo du sagst, keine Ahnung, irgendwie bestimmten Prinzipien, die du hast, die vielleicht auch auf andere Sachen anwendbar sind? Also ich finde den Fokus, also bei mir ist dieses Wort Fokus, Motivation ist ja schon Hauptthema Nummer 1, kann man ja für jede Lebenslage nehmen. Ne? Mhm. Ob es jetzt um Sparen geht, wenn man sich was kaufen möchte, ob es jetzt wie gesagt um Fitness geht, einen guten Körper oder eine Leistung zu schaffen oder ein Projekt zu starten, was einen vielleicht beruflich ein bisschen weiterbringt. Für mich ist immer das Thema, setzt hier ein Ziel. Ich bin auch von Natur aus ein bisschen eher der ruhige Typ eigentlich, der sagt, voll. Drückt jetzt nicht, mache ich morgen. Ja. Ne? Sind aber die Sachen, die nicht so in der Priorität oder die mich jetzt nicht so nach vorne bringen. Aber in den Sachen, wo ich nach vorne kommen möchte, da setze ich mir schon Ziele. Mhm. Und dann sage ich, bis zu dem Tag muss ich das und das schaffen. Und dann baue ich mir einen Plan zusammen, in welchem Zeitraffer ich das schaffen muss. Das habe ich aus dem Sport übernommen. Mhm. Und das kann man in verschiedenen Lebenslagen einfach mit einbeziehen. Deswegen würde ich jeder Jugend sagen, jetzt einmal auf den Sport vielleicht gemünzt, wer ein Ziel hat, irgendwas zu erreichen, setz dir einen Stichtag, belohne dich auch dafür. Also setz dir im Kopf eine Belohnung. Mhm. Und versucht das einfach mal zu erreichen. Ich glaube, wenn man das erreicht hat, auch wenn es mal Kilozahl ist, ne? Ich habe auch mit vielen Leuten, die haben mich angesprochen, Mensch, wie hast du denn geschafft, diese radikale Abnehmgeschichte vor Olympia, mit diesen 15 Kilo in 2 Wochen? Ne? Ja. Ich hatte einen Fokus, ich hatte ein Ziel. Mhm. Und das könnt ihr auch schaffen und nimm doch diese Kilozahl als Ziel. Und freu dich, wenn du 2 Tage später schon 5 Kilo wieder weniger hast und es ist möglich, war bei mir möglich, relativ schnell runterzuschredden mit einer ordentlichen Trainingsleistung, wo du eben halt auch verbrennst und machst und tust.
Und ich glaube, wenn man das einmal durch hat, diese Motivationsgeschichte mit diesem Ziel setzen, dann kannst du es auf verschiedene Lebenslagen auch mit einsetzen. Mhm. Und das habe ich ja auch nach meiner Karriere bei verschiedenen Sachen so ja, praktiziert. Mhm. Mir einfach ein Ziel gesetzt, das will ich dann und dann schaffen. Mhm. Und dann cool. An diesem strukturierten Plan durchgehalten. Ne? Und da muss man sich auch keinen Zettel schreiben. Ne? Das ist eben halt bei vielen immer so, dieses, ich schreibe mir was auf. Auch Trainingsplan nach Abarbeiten machen ja auch viele. Setz dir einfach ein Ziel und du wirst sehen, dass wenn du zum Training gibst, du machst. Ne? Mhm. Wenn du die Zeit, den Zeitraffer zurückrechnest, wie viele Tage, hab nur noch 7 Tage oder ich habe nur noch 3 Wochen. Cool. Das ist so für mich, was ich der Jugend mitnehme. Setzt euch einfach ein Ziel, belohnt euch dafür. Okay, also ein Ziel setzen, das ernst nehmen und dann auch wirklich, ey Mann, heutzutage kann man sich mit 1000 Dingen ablenken und man hat 1000 Möglichkeiten. Man kann fast alles werden, momentan irgendwie. Ja, ich glaube, das kann man unterschreiben, dass man halt echt eine Sache nimmt und dann vielleicht auch mal das länger versucht, dranbleibt und ja, cool. Und die Belohnungssache, also belohnt euch. Also das ist so bei mir immer so, jetzt banal gesponnen, man kann sich ja irgendwie was gönnen, ne? Was du normalerweise überlegst zu kaufen. Ne? Sagt er, wenn du jetzt 6 Wochen durchziehst und das irgendwie schaffst, das Ziel erreichst, dann kaufst du es dir einfach. Dann hat man ein Ziel im Kopf. Voll gut. Und wir leben in einer Gesellschaft, wo man sich wirklich auch fast alles kaufen kann. Voll cool. Wenn man jetzt nicht irgendwie eine Louis Vuitton-Tasche braucht man auch nicht für 7.000 Euro möchte, aber man kann sich kleine Ziele setzen und nimm das als Motivation. Ich bin immer so der Belohnungstyp. Voll gut. Richtig, finde ich richtig. Damit beenden wir den Spaß, Freunde. Kevin, ich danke dir. Gerne, danke. Vielmals danke, dass du die Sachen hier mitgebracht hast. Sowas sehen viele Menschen nie in ihrem Leben. Ich fühle mich sehr geehrt, dass ich das auch mal in der Hand halten durfte. Und ja, wenn ihr noch Fragen an Kevin habt, Kevin gibt es auch bei Instagram oder wie auch immer, ihr könnt auch in den Kommentaren Fragen stellen. Vielleicht kann ich ja mal bei dir ein Training mitmachen. Ich würde gerne mit dir mal trainieren. Hatten wir ja so und so vor. Haben wir eigentlich schon vor. Schreibt gerne eure Fragen an Kevin, falls ihr noch welche habt, einfach mal rein. Und genau, dann sehen wir uns, wer weiß, bei dir einfach mal im Studio oder so wieder. Thank you. Danke. Viel Spaß. Danke.